Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Schleswig-Holstein mehr umschlungen heißt ja schon in unserem Schleswig-Holstein-Lied und das beschreibt uns auch ziemlich gut, finde ich. Das ist unsere Tradition, unsere Sprache und auch unser Denken, weil bei uns alles irgendwie eng mit Seefahrt und Meer verbunden ist. Und dabei ist das nicht nur Folklore für uns, das klang ja auch schon in den Beiträgen meiner Vorrednerinnen und Vorredner an. Also 1800 Betriebe an der Küste und im Binnenland, Industrie und Mittelstand aus den Bereichen Schiffbau, Marinetechnik, Bootsbau, Häfen, Offshore-Technologie, Aquakultur, Seeschifffahrt und Schifffahrt, Kreuzfahrt, Inseltourismus, Meerestechnik, alles inklusive der dazugehörigen Zulieferer. Dazu Ausbildung und Forschung sind ja über unser gesamtes Land verteilt. 30.000 Mitarbeitende haben wir gerade eben vom Kollegen Knut gehört, inklusive Zulieferer sogar 45.000 Menschen arbeiten hier und erwirtschaften 9 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Das ist schon eine gigantische Summe. Ich selbst habe vor dem Studium auch mehrere Jahre beim Schiffsausrüster Motorenteile geschleppt. Also ich weiß, wie geschnittener Stahl und Tektül riechen. Und ich finde, dass wir zu Recht stolz sein können auf unsere maritime Wirtschaft in Industrie und Mittelstand. Und wir sind ja nicht nur stolz, wir unterstützen ja auch die wirtschaftenden Menschen an vielen Stellen. Wir tun ja auch was dafür. Zum Beispiel, Kollegin Medjatle hat es angesprochen, die Vorfinanzierung von Schiffen ist natürlich ein Problem. Das ist ja ein richtig teures Produkt und das wird bezahlt bei Abnahme. Und durch Landesgarantien helfen wir dabei, diese Vorfinanzierung zu ermöglichen. Aber es gibt auch Verbesserungsbedarf. Was immer wieder auffällt, sind ja die Vergaben. Die Vergabeverfahren für Neubauten, für Modernisierung, für Instandsetzung und für Dienstleistung. Diese Verfahren sind zu bürokratisch und damit auch zu langwierig. Und sie bringen auch nicht immer das gewünschte Ergebnis. Eine Zusammenfassung der Flotten der öffentlichen Hand in einem Betrieb könnte doch hier eine pragmatische Lösung sein. Dieser Betrieb hätte dann die Fachkompetenz, Leistungskriterien passgenau zu formulieren und Investitionsfolgekosten auch abzuschätzen. Und das wäre doch eine wesentliche Voraussetzung für passende Ausschreibungen. Die Stadt Hamburg hat mit der Flotte Hamburg GmbH so einen Betrieb und auch die Marine hat sowas. Das sehen wir hier gegenüber am anderen Ufer. Das sind nämlich die Marinearsenale in Kiel und in Wilhelmshaven. Das sind Spezialbetriebe genau für diesen Fall. Ich bin überzeugt davon, dass auch wir die vielen Vorteile eines konzertierten Flottenbetriebs beleuchten sollten. Und was damit verbunden wäre, wäre ja auch eine Rückkehr zum Prinzip der Wirtschaftlichkeit in der Beschaffung. Natürlich können andere Kriterien als der Beschaffungspreis den Ausschlag geben. Aber dafür muss man natürlich diese Kriterien auch formulieren können. Und es gibt in der Gesamtdiskussion weitere Punkte. Dabei geht es vor allen Dingen um verlässliche Rahmenbedingungen. Wartungsroutinen und Abnahmezusagen, die müssen natürlich eingehalten werden. Versprochene Aufträge müssen erteilt werden. Rechnungen müssen pünktlich bezahlt werden, gerade von der öffentlichen Hand. Und das ist leider nicht immer so. Und Schlüsseltechnologien müssen auch in Deutschland bei unseren Werften bleiben. Und dafür müssen wir darauf aufpassen, dass es auch tatsächlich so passiert. Und unsere maritime Wirtschaft ist ja zu großen Teilen auch wehrtechnisch geprägt. TKMS und GNYK, also German Naval Yards Kiel, haben ja 4 Korvetten gebaut für die israelische Marine. Die haben wir, jetzt ist kein mehr da, sie sind, glaube ich, gerade alle abgeliefert worden oder in der Erprobung. In den letzten Tagen haben wir uns alle darüber gefreut, auch das klang ja hier schon an, dass die TKMS den Auftrag für 6 hochmoderne neue U-Boote bekommen hat. Innovation und Qualität sind bei uns vorhanden und sie sind auch nachgefragt. Was dem wehrtechnischen Unternehmen in Deutschland fehlt, sind verlässliche Exportregelungen. Ob die restriktiv oder eher locker sind, ist dabei zweitrangig. Wichtig wäre, dass überhaupt mal Entscheidungen getroffen werden, und zwar in akzeptabler Zeit, und dass man sich auf den Bestand dieser Entscheidungen dann nachher auch verlassen kann. Und schließlich sollten wir noch mal einen selbstkritischen Blick auf uns selber richten, weil auch wir selber müssen natürlich verlässlich sein. Es geht ja nicht, dass wir einerseits die maritime Wirtschaft hier haben wollen und andererseits die Wehrtechnik in die Schmuddelecke rücken. In den sogenannten nachhaltigen Finanzanlagen etwa schließen wir sie aus. In einem Atemzug mit Verletzern von Arbeitsrechten, mit Kinderarbeit und für Menschenhandel. Und ich fordere auch von diesem Haus ein klares Bekenntnis zu unserer wehrtechnischen Industrie. Erlauben Sie mir bitte noch einen letzten Punkt. Dass wir hier über die Schleusentore für Schleusen des Nordostseekanals reden müssen, ist natürlich grotesk. Die Beschaffung und Bevorratung von Ersatzteilen sollte eigentlich nichts sein, womit sich ein Parlament befassen muss. Es sollte selbstverständlich sein, dass die zuständige Verwaltung das in eigener Verantwortung passen kann.
Im Falle der wichtigsten künstlichen Wasserstraße Europas scheint das aber nicht der Fall zu sein. Wobei man natürlich zur Ehrenrettung sagen muss, jede Verwaltung kann nur mit den Dingen arbeiten, die auch zur Verfügung gestellt wird. Und so bitten wir die Regierung, weiterhin bei der Bundesregierung darauf zu drängen, das Selbstverständliche zu tun und den NOK mit allen Schleusen einsatzbereit zu halten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja alle bestimmte Bilder im Kopf, wenn wir von der maritimen Wirtschaft reden, also blaues Wasserschmuckel, graue oder weiße Boote, Gischt auf der Haut und Geruch in der Nase. Aber auch wenn wir dann über Gelder und Programme und so weiter reden, es geht ja schlussendlich um die Menschen. Es geht um die Menschen, aus denen diese maritime Wirtschaft besteht. Das sind Kaufleute, Ingenieure, Schlosser, Herr Elektriker, Lackierer, ja, und so weiter. Herr Abgeordneter, kommen Sie bitte zum letzten Satz. Jawohl. Und es geht um Ihre Familien. Was ich damit sagen will, Wirtschaftspolitik ist auch immer Sozialpolitik. Deshalb bekennen wir uns zur sozialen Marktwirtschaft. Und wir werden auch die maritime Wirtschaft weiterhin so unterstützen, dass sie in unserem Land gut und auskömmlich arbeiten kann. Vielen Dank.